Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. Er ist der Mann, über den nicht nur bei den Kickers alle reden. Daniel Engelbrecht war am 21. Juli 2013 im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Er wurde mehrmals operiert und bekam einen Defibrillator implantiert. Jetzt ist der 24-Jährige in den Profifußball zurückgekehrt und gibt sein Comeback. Man hätte die Geschichte nicht besser schreiben können gegen Erfurt. Zunächst nahm er auf der Bank Platz. Der Tabellensiebte aus Thüringen zeigt von Beginn an seine Klasse. Mit One-Touch-Fußball kombinieren sie sich vor das Gehäuse der Kickers. Der Schuss bleibt aber harmlos. Ein dankbarer Ball für Corbinian Müller. Die Degerlocher haben nur einen Punkt weniger auf dem Konto als Erfurt und wollten diese mit einem Sieg überholen. Das zeigten sie auch. 11. Minute, Soriano versenkt den Ball, die Aktion aber zu Recht abgepfiffen. Elia Soriano stand bei der Ballabgabe im Abseits. Die mitgereisten Kickers-Fans genossen derweil die Thüringer Sonne. Die Kickers weiter im Vorwärtsgang. Minute 26. Der Diagonalball landet bei Leutenecker, der für Besa Halimi ablegt. Halimi, der in den letzten Wochen heiß läuft, dribbelt in den Strafraum, bleibt aber am letzten Gegner hängen. Sonst wäre die Bahn frei gewesen. Danach passierte nichts Erwähnenswertes mehr in Halbzeit 1. Die Kickers kamen hochmotiviert aus der Kabine zurück und machten Druck. 47. Minute, Kaiser hält aus über 30 Metern auf den Kasten. Klevin im Erfurter Tor kann den Einschlag gerade noch verhindern. Daniel Engelbrecht machte sich unterdessen mit den Kollegen warm. Er war bereit, ins Spiel zu kommen. 50. Minute. Die Kickers mit einem Freistoß aus gut 20 Metern. Das ist ein Fall für Daniel Kaiser. Er schießt ihn über die Mauer hinweg ins Tor. 1:0 für die Kickers durch einen geilen Freistoß von Daniel Kaiser. Der passt genau unter die Latte. Die Erfurter antworteten sofort. Etwas über eine Stunde vorüber. Wieder kombinieren sie sich schnell und flüssig durch die Reihen der Kickers. Zichos behält den Überblick und sieht Kamlott, der nur noch einschieben muss. Die Thüringer hatten es jetzt eilig. Ein Punkt war ihnen nicht genug. Die Partie war danach völlig offen. In der 79. Minute nochmal Freistoß für die Gastgeber. Zichos mit der Flanke. Buck war verpasst am zweiten Pfosten. 8 Minuten vor Schluss profitiert Edwini Bonzo beinahe von einem Abwehrpatzer der Erfurter. Der Ball aber etwas zu lang für den Degerlocher, so geht es wieder in die andere Richtung. Jetzt die Kickers mit einer Unsicherheit. Der Angreifer kommt zum Abschluss, Müller schon geschlagen, aber die Kugel rollt hauchdünn rechts vorbei. In der 88. Minute war es dann soweit. Daniel Engelbrecht kam für Marco Calamita aufs Feld. Er durfte noch ein paar Minuten Profi-Fußballluft genießen. Die Kickers trennten sich mit 1:1 von Rot-Weiß Erfurt und klettern damit auf Platz 6 der Tabelle. Am nächsten Samstag empfangen sie Holstein Kiel. Allrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru.